Inmitten endloser Angriffe und Gegenangriffe fanden Freddy und Emil schließlich eine Spur von Baron von Dorf in Ypern. 22. April 1915, Ypern, Belgien. Am 22. April 1915 setzten die Deutschen zum ersten Mal Chlorgas ein. Erster Gasangriff. Am 22. April 1915 kam es bei Ypern zum ersten Gasangriff der Geschichte. 5730 Flaschen mit Chlorgas wurden von den Deutschen geöffnet, als der Wind in Richtung der feindlichen Stellungen wehte. Chlorgas verursacht Verbrennungen an Augen, Haut und Lungen und dringt sowohl durch die Kleidung als auch durch das Gummi der Stiefel. Die Folgen waren verheerend. Vor Einführung der Gasmasken bestand der einzige Schutz aus in Urin getränkten Taschentüchern, die man sich vor die Nase hielt. Die Kanadier hatten diese einfache Schutzmaßnahme erfunden. Oh, pass auf, Kleiner, pass auf! Guter Junge, guter Junge! So ein guter Junge! Du bist ein Braver, mein Kleiner, ein Braver. Neues Tagebuch freigeschaltet. Oh. 20. August 1914. Wir sind noch einen weiteren Tag marschiert. Heute haben wir zum ersten Mal Geschützfeuer gehört. Ich will nicht töten müssen. Ich muss aufhören, darüber nachzudenken und etwas Schlaf bekommen. 10. März 1915. Welch ein Tag. Zweimal wurde mir heute das Leben gerettet. Zuerst von einem amerikanischen Soldaten und dann von einem Hund. Aber zumindest bin ich frei. Vor der Bombardierung habe ich Karl gesehen. Ich hoffe, er hat es lebend überstanden. Ich werde versuchen, ihn zu finden. Und hier von Freddy haben wir auch noch ein paar. Man sieht die immer gar nicht. 7. September 1914. Ich habe sie um Haaresbreite verfehlt. Das wird nicht noch einmal vorkommen. Der Brief von meinem jüngeren Bruder war rührend. Er hat mich richtig aufgemuntert. Es ist gut, dass er wieder in den Staaten ist und damit ganz weit weg von diesem Albtraum. Der Junge hat ein Talent dafür, sich in Schwierigkeiten zu bringen. 10. März 1915. Auf dem Marsch nach Belgien, wo dieses verdammte Regiment stationiert ist. Wenigstens bin ich nicht allein. Ich habe einen komischen, alten französischen Bauern kennengelernt, Emil. Sagt nicht viel, aber wenn ich ihn richtig verstanden habe, ist sein Schwiegersohn ein Deutscher. Ist das nicht verrückt? Kein Tag vergeht, an dem ich nicht von dir träume. Und damit meint er wahrscheinlich seine ehemalige Frau. Wir brauchen offenbar ein Gewicht. Ah, okay. Also zweimal nach unten lassen. So. Und dann wieder nach oben ziehen. Dann einmal kurz hier rüber. Das Ding nehmen wir mit. Kanadische Erkennungsmarken. Zu Beginn des Krieges waren die kanadischen Erkennungsmarken noch große Aluminiumscheiben. Eine Notlösung mit einer besonderen Form. Sie wurden bald durch die britischen Marken abgelöst, sodass alle Einheiten unter britischem Kommando über die gleichen Marken verfügten. Wir sollten uns die Sachen auch mal anschauen, die wir da finden. Die Frage ist, kommen wir denn dann... So. Wir können dem Hund nicht Bescheid sagen. So, wir lassen den Hund dann also mal runter. Na komm.
Und da unten ist doch ein Loch, oder? Okay, das bringt momentan gar nichts. Toll! Das ist ja super. Ich hoffe, wir fallen da jetzt nicht immer rein. Ich weiß gar nicht, wie wir da jetzt und so. Oben links wird angezeigt, dass wir jetzt eine Hilfe nehmen können. Das machen wir natürlich nicht. Ich weiß nur nicht genau, wie ich jetzt hier weiterkommen soll. Passiert da noch was? Nein. Ah. Die Schlacht von, ich sag mal, Ypern. Die Stadt Ypern war für die britische Armee von größter Bedeutung, da die deutschen Truppen versuchten, sie dort vom Zugang zur Nordsee und somit vom Nachschub aus dem Heimatland abzuschneiden. Daher setzten die Briten alles daran, diese Schlüsselposition zu halten. An vorderster Front kämpften dabei kanadische Abteilungen, die in dieser Schlacht ihre Zuverlässigkeit und ihr Durchhaltevermögen bewiesen. Dieser Mut hatte einen Preis. Am 15. April 1915 hatten sie 6000 Gefallene zu beklagen. Oh weh, oh weh, oh weh. Okay. Hund, geh da weg! Das geht dadurch, aber nicht mehr dadurch. Das geht da raus. Was macht das hier? Okay, wenn ich diesen Waggon jetzt davor ziehe, erstmal sehe ich da schon wieder ein Item. Na komm schon. Ich weiß doch, ich weiß doch. So, was macht der Hebel? Ah, okay. So, das sieht nicht richtig aus. So, oh oh. Das sieht schon richtiger aus. Was haben wir denn da? Uringetränkter Stoff. Bis zur Einführung der Gasmasken war der einzige Schutz vor Gasangriffen das Abdecken der Nase mit einem uringetränkten Taschentuch. Urin reagiert mit Chlor und bildet im Taschentuch weniger giftige Stoffe, was die Wirkung mindert. Das war zwar keine sehr hygienische Lösung, doch immer noch besser als eine Lunge voller Chlorwasserstoffsäure. Okay, wir müssen irgendwie... Ach, so. Aber das Ding da hinziehen kann ich ja nicht, ne? Ich überlege gerade, wie ich diesen Klumpen da drauf kriegen kann. Hier hinten haben wir, glaube ich, schon alles gemacht, aber irgendwie muss ich noch... den Klumpen drauf kriegen. Ich guck mal ganz. Ah, ich glaube, ich weiß. Natürlich, natürlich, natürlich. So, einmal nach oben bitte.
so ein lieber Hund. Ich mag den so. So, Vorsicht, 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 nicht überrollen lassen. Und jetzt nochmal. So, das wäre gefixt. Und go! Zum Glück keine giftigen Dämpfe hier unten. Und auf geht's an die Oberfläche. Let's go. Und weiter geht's in eine unbekannte Zukunft. Oh nein, oh nein, oh nein. Nicht schon wieder, nicht schon wieder, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Was ist los? Oh nein. Oh. Giftgasbomben. Ich hätte da vielleicht nicht reinlaufen sollen. Come on. Na, dann wollen wir mal. Aber Freddy läuft über den Berg. Der sollte mit unter den Berg kommen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Komm mit in den Berg! Komm mit in den Berg! Aber er kam nicht mit in den Berg. Uh-oh. So, eine schicke Mütze. Belgischer Chaco. Der Chaco der belgischen Armee bestand aus einem spitzen Hut mit einem Krank und einem mit einem Kranz und einem Blendschutz. Der Chaco ersetzte die Üskappe. Ich kann das alles leider nicht richtig vorlesen. Eine weiche Mütze, deren Seiten man über die Ohren herunterklappen konnte. Die Kappe wurde Üser genannt, weil die belgischen Soldaten sich hinter dem Fluss Üser sammelten, um das Vorrücken der Deutschen zu stoppen. Jetzt traue ich mich gar nicht mehr, irgendwelche Worte vorzulesen. Weil ich Angst habe, dass ich die falsch ausspreche, was mit Sicherheit passiert. Ihr könnt mich aber gerne korrigieren, da bin ich nicht so. Oh, das war richtig. Okay. Nein, nicht das. Das war der falsche Knopf, komm her. Ab in den Korb. Hallo? Jetzt aber. So, und dann musst du uns mal die Knochen holen. Oh, wir müssen uns ein bisschen beeilen, wie es aussieht. Oh, 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 oh. Hund, wo willst du hin? Ah, so ein lieber Hund. Komm her. Aber jetzt Beeilung. Nein. Komm, ab in den Korb. Ah, Gott sei Dank. Thank you, my friend. So kommen wir hier weiter und wir kriegen eine Uhr. Taschenuhr. Die Zeit war für das Leben der Soldaten eine wichtige Größe und militärische Angriffsstrategien waren auf exakte zeitliche Abläufe abgestimmt. Taschenuhren waren zu dieser Zeit das einzige Mittel, die exakte Zeit zu bestimmen. Oh oh, oh oh. Lauf! Lauf, 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 lauf! Gott sei Dank.
hieß Anna, eine belgische Studentin aus Paris. Sie war auf der Suche nach ihrem verschollenen Vater. Diesmal schien ihnen das Schicksal wohlgesonnen zu sein, denn ihr Weg führte in dieselbe Richtung. Doch als sie sich Vimy näherten, wurden sie von einer deutschen Fliegerstaffel entdeckt. Oh, 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 Hilfe! Wie geil! Wie das zur Musik passt, ist einfach grandios. Nein! Uh-oh. Oh, wie gemein! Ich muss mich gerade konzentrieren. Tut mir leid, wenn ich gerade nicht so viel rede. Huah! Und wenn ich rede, kann ich mich nicht konzentrieren. Ein wunderschöner Abschnitt einfach. Macht sau Spaß, das zu spielen. Oh! Nein! Oha! Oh weh, oh weh. Oh, 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 Hilfe! Wie geil das zur Musik passt! Alter, wie geil ist dieser Abschnitt! Oh, wie geil! Ich achte nur auf Bombenschatten und MG-Feuer. Uah! Nein! Boah, wie gemein das gerade war!